400 km/h. Ist seit sehr, sehr vielen Jahren ein echter Lebenstraum von mir. Fühlt sich nicht gefährlich an, aber es ist verdammt nochmal gefährlich. Ich kann nichts daran ändern, wenn ein Reifen platzt. Dann kann mich da irgendwer in Turn 1 zusammenfegen. 350, 60, 370. Fuck. Schnell, 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 schnell. Fuck. Wie an dein Handy. km/h fahren. Das haben wir schon mal probiert. Und zwar nicht nur einmal. Der allererste Versuch war ein getunter Trans Am mit keine Ahnung wie viel 1000 PS. Das war eine Bastelbude vor dem Herrn. Ich war gefühlt 19,5 Jahre alt. Und dann platzt bei 300 km/h der Reifen. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin raus. Ich fahre da nicht mit. Das ist mir einfach zu gefährlich. Versuch Nummer 2. In Papenburg, Mercedes-Benz SLR. Getunt war das Ding. Wir hatten leider Gottes einen Schaden an der Ölleitung. Fuck. Das hat dazu geführt, dass das Auto abgebrannt ist. Es brennt, es brennt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. In Flammen aufgegangen. Versuch gescheitert. Abu Dhabi. Auch ein Mercedes. Auch getunt. Leider Gottes Turboladerschaden. Wieder nicht 400 gefahren. Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann muss es klappen. Und zwar mit diesem Auto hier. Okay. Mahlzeit, Stefan. Hallo, Matthias. Also, wir haben hier einen handelsüblichen Lamborghini Huracan Performante, richtig? Fast Serie. Mein Name ist Stefan Klaasen. Ich bin Inhaber der Firma Klaasen Motors aus Oberhausen im Ruhrgebiet. Wir beschäftigen uns seit mittlerweile über 20 Jahren mit der Leistungssteuerung und Optimierung von Fahrzeugen. Und wir haben hier alle richtig Bock auf Leistung. Lass mich einmal hören, bevor du rauskommst, ja? Das reicht soweit, ja? Klingt ein bisschen anders als Serie. Ja. Moin. Ja, moin. Ich glaube es nicht. Prinz Heinrich hat gegrüßt. Wir grüßen zurück. Jawohl. Danke. Wir sind jetzt wieder wach. Jetzt steht da unten Performante LP904. 900 PS. Genau. 900 PS sind so unsere TÜV-Variante für die Straße. Aber damit kannst du keine 400 fahren. Nee, mit 900 PS nicht. Wenn wir hier vorne einen anderen Sprit reinpacken und den Ladedruck hochdrehen mit einem anderen Mapping, können wir so knapp 1500 PS fahren. 1500. Was nicht normal ist. Jetzt bist du, Stefan, jemand, wir haben uns ja schon mal gesehen, ne? Sind schon ein paar Autos zusammen gefahren und die haben alle abgeliefert vom Allerfeinsten. Wie sicher bist du dir, dass wir morgen 400 fahren? Ich habe also wirklich viel getestet im Vorfeld und ich meine, es kann immer irgendwas passieren, aber wenn alles nach Plan läuft, sollte das auch klappen. Also dann kannst du deinen Fluch endlich besiegen. Von dem Huracan ist das aktuell europaweit der schnellste. 5,2 Liter V10 Saugmotor. Wir gehen da hin und bauen dann ein handangefertigtes Turbokit drauf und damit wird er dann unter Druck gesetzt. Der Motorblock selber, der ist noch komplett original. Wir haben nur Peripherie, die Anbauteile alles geändert und ganz viel Arbeit steckt auch hier in dem Getriebe drin. Ist natürlich in ewigen Stunden auf dem Prüfstand abgestimmt worden, dass das so funktioniert. Die Tage bin ich noch mal auf der Autobahn gewesen und habe dann noch mal geguckt, so 6., 7. Gang, ob das Getriebe auch alles vernünftig schaltet. Und wir sind jetzt letztens einmal kurz damit 370 gefahren. Dann bin ich aber vom Gas gegangen. So eine Sache kann man eigentlich auch im öffentlichen Straßenverkehr gar nicht bringen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die letzten 2, wenn nicht sogar 3 Tage ehrlicherweise nicht so gut geschlafen habe. 400 km/h, wenn da was passiert, dann kannst du das halt zusammenfegen und das werde nicht ich sein, der das zusammenfegt, sondern das werden irgendwelche anderen Leute zusammenfegen müssen, weil ich dann nicht mehr fegen kann. Der wichtigste Punkt ist eben, dass dieser Reifen nicht für diese Geschwindigkeit gemacht ist und er hat keine Zulassung für 400 km/h.
alle Leute, die über 400 fahren, ne, fahren das mit einem Reifen, der nicht für 400 gemacht ist. Außer die Leute, die einen Bugatti oder einen Koenigsegg besitzen, die haben diesen Reifen drauf, der das kann. Jetzt könnte man sagen, ja, warum schnallt ihr da nicht einfach Bugatti-Reifen drauf? Weil es den Bugatti-Reifen in der Dimension, die wir brauchen, nicht gibt. Den gibt es halt nur für einen Bugatti. Und der ist nur für einen Bugatti gemacht. Du riskierst in dem Moment dein Leben. Nur damit da 400 steht. Und im gleichen Moment, wo ich das sage, nur 400, sage ich mir selber wieder, nur 400 ist Bullshit, Matthias, weil 400 ist einfach Boom. Das möchte ich unbedingt erreichen. Das ist wirklich eins meiner großen Ziele. 400 ist halt 400. 400 ist Gänsehaut. 400 ist das, was am Boden nur ganz, ganz wenige Menschen gemacht haben. Da habe ich noch einen Reifensatz übrig. Mhm. Der ist komplett geröntgt und auf Lufteinschlüsse geprüft. Der hat noch nicht einen Meter auf der Straße gesehen. Und der sollte 400 problemlos aussehen. Der hat noch keinen Meter gesehen? Der hat noch nicht einen Meter gesehen. Digga, ich sag dir, du kannst mir die Angst nicht nehmen. Glaube ich dir. Egal, was du mir jetzt alles erzählst. Es hört sich alles super an, ne? Nur am Ende des Tages sitze ich da drin und mir passiert das, was passiert. Pass auf, ich würde sagen, ich gebe dir jetzt einfach schon meinen Schlüssel. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Du schießt dich ein bisschen darauf ein. Ja. Und dann sehen wir uns morgen früh an der Rennstrecke. Okay. Was sind denn das für Sitze, sag mal? Ja, wir haben ja so ein bisschen Gewichtsreduktion betrieben, also sind 48 Kilo raus. Gemütlich. Muss ich irgendwas machen oder kann ich einfach fahren damit wie mit einem normalen Auto? Fährt wie ein ganz normales Straßenauto. Du erzähl hast mir nichts, der fährt nicht wie ein normales Auto. Doch. Prinz Heinrich muss weg. Also, der hat gezündet, dann zünden wir jetzt auch mal, oder? Viel Spaß. Ciao. Was ist das denn? Wir sind in Strada, wir sind nicht mehr in Sport, nicht mehr in Corsa, gar nichts. Da bleibt dir die Spucke weg. Da bleibt dir einfach nur die Spucke weg. Und ich habe jetzt noch nicht einmal richtig Gas gegeben. Ich habe noch nicht einmal Vollgas gegeben. Ach du Scheiße. Das war auch nicht Vollgas. Alter, das ist nicht normal. Ich glaube, das ist das krasseste Auto, was ich je gefahren bin. Alter, mit offenem Fenster ist es noch viel krasser. Alter Schwede. Ihr werdet mich noch sehr viel giggeln hören in diesem Film, glaube ich. Also ihr werdet jetzt auf die Autobahn fahren und das Messgerät da vorne läuft immer mit. Also nur mal so, ne? Hier links ist so ein Display. 25,5 Grad hat die Ansaugluft. Ladeluftkühler, Eingang 27,5, Ladeluftkühler, Ausgang 31,7. Absolut perfekt. Bei einer Außentemperatur von 34 Grad. Das ist Tuning. Das ist Tuning, so wie ich es mag. Also 100, 110, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 200, 220, 240, 50, 280, 300, 335 Tacho, 335, Alter. 100 auf 200, 393, 200, 307, 9. Alter Verwalter, ist das eine kranke Hütte! Alter, 7,9 von 200 auf 300. Mit 900 PS wohlgemerkt. 900, das sind nicht 1500 hier. Das sind 900 PS, das sind nur 900 PS. Wir können noch mal 600 PS drauflegen. Mein Kopf ist so.
Mein Kopf ist so krass unter Druck und vollgeballert mit Emotionen, mit Adrenalin. Das ist unnormal. Ich bin hier, es schlägt jemanden. Dong, 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 dong. So, dritter Gang und gib ihm. Come on, baby. Da sind die 200. 250. 270. 90. 300. 320. Alter verdammter Schwede, das ist unfassbar. Es wird jetzt immer wieder so weitergehen, Leute. Ihr werdet diese Worte immer wieder hören. Es tut mir leid, aber mein Wortschatz hat sich da erschöpft. Das ist unnormal krank, was in diesem Auto abgeht. Ich bin wirklich schon viele, viele Autos gefahren, ne? Du kannst nicht mitzählen, wie schnell dieses Auto schneller wird. Dieses Auto, muss ich wirklich sagen, fühlt sich so perfekt an. Das Krasse ist halt, du bist halt vom Huracan gewöhnt, ne, dass du dieses Saugmotor-Ding hast. Du hast einfach Punch und es wird immer krasser oben rum. Und jetzt hast du halt hier einen Turbomotor, der hört und fühlt sich komplett anders an als der Huracan normal, ohne Turbo. Das ist unfassbar, wie eine Wesensveränderung vonstatten gehen kann mit zwei riesengroßen Turboladern. Und es macht mega Bock. Das ist ja das, was es immer machen soll. Deswegen bauen solche Tuner solche Autos, weil sie wollen, dass ihre Kunden Spaß haben. Und das ist einfach unglaublich, was dieses Auto für einen Spaß bringt, was für eine Leistung delivert. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist nicht von diesem Stern. Es gibt keine Vibrationen, es gibt nichts, wo du dir denkst, oh mein Gott, wie haben die das denn zusammengezimmert? Das ist krass hier. Das ist wirklich krass gemacht. Es ist für mich der absolute Wahnsinn, wie man sowas so perfekt machen kann. Nicht gefährlich an. Und das ist genau das Schlimme an der Sache. Es fühlt sich nicht gefährlich an, aber es ist verdammt noch mal gefährlich. Ich kann nichts daran ändern, wenn ein Reifen platzt. Daran kann ich nichts ändern. Und dann bist du nur noch Passagier, dann kann mich da irgendwer in Turn 1 oder in Turn 2, gibt ja nur zwei Kurven, zusammenfegen. Ich würde gerne eines natürlichen Todes sterben. Und nicht, weil ich mit 400 in Papenburg irgendwie die Leitplanke pfeffere. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. km/h fahren wollen wir ja schon seit ein paar Jahren. Wir dachten am Anfang, das ist easy, hat nicht geklappt. 400 km/h fahren ist alles andere als einfach nur einsteigen und reinlatschen. Heute soll es klappen. So, wir haben 7.45 Uhr. Es geht auf zum Track. Es wird langsam ernst. Ich bin um 3.50 Uhr aufgewacht und war hellwach. Ey, die Nacht hat mich fertig gemacht. Papenburg ist keine klassische Rennstrecke, sondern eine Teststrecke, wo die Autohersteller und andere Leute, Reifenhersteller und so weiter, ihre Sachen testen, die sie hier testen möchten. Das alles Entscheidende ist das große Oval, der ORK, Oval-Rundkurs. 12 Kilometer lang, 4 Kilometer gerade, 2 Kilometer Steilkurve, dann wieder 4 Kilometer gerade und dann wieder 2 Kilometer Steilkurve. Absolut göttlich. Alleine, wenn man auf dieser Strecke mal stehen darf und sich das angucken darf, ist einfach eine Sensation, weil dieses Banking, diese Erhöhung von der Kurve ist so steil, dass du da zu Fuß, glaube ich, nicht hochkommst. Morgen. Ich bräuchte einmal einen Ausweis, bitte. Ja, das kriegen schön. Schön, danke. Und, was sagt ihr? Kriegst du schon hin. Krieg ich schon hin? Das kriegst du. Danke. Ja, tschö. Okay, Jungs sind schon da, tüdeln mit den Reifen rum.
Hast schon ein paar Insekten getötet? Bist du jetzt auch irgendwie aufgeregt oder was? Ja, ich glaube, du bist mehr aufgeregt als ich, oder? Ja. Moin. Wie geht's? Wie das Auto anschiebt, ist nicht mehr normal. Ich habe ja immer wieder, ne, sagen sie, ja, wie ist das im Vergleich zu einem Bugatti, ne? Ich finde, dass das Auto sich viel krasser anfühlt als ein Bugatti im Fernvergleich. Es sind nur 900 PS, also nur in Anführungszeichen. Es kommen noch mal 600 dazu. Ja. Jetzt gleich. Es kommen jetzt 600 PS dazu und es kommen 4 neue Reifen dazu. Und dann ist Liefern angesagt. Bist nervös? Alter, du bist nervös. Ich versuche mir das gerade irgendwie aus dem Leib zu reden und du stehst hier. Nee, sag mal im Ernst, bist du jetzt nervös? Ich muss halt hier nicht fahren. Wird schon funktionieren. Ja, ja. Mach dir mal keine Sorgen. Ich würde sagen, wir drehen jetzt einmal die Leistung hoch, kippen vorne noch Ethanol rein. Ja. Und dann probierst du einfach mal. Also obenrum liegst du natürlich nachher pro Sekunde ungefähr so 110 Meter zurück in der Sekunde. Ja, wenn du da in dem Bereich 10 Sekunden fährst, ist ein Kilometer sofort weg. Ja. Aber wir haben 3 Kilometer, haben wir. Dann hast du noch 1 Kilometer zum Runterbremsen. Mhm. Also Strecke sollte ausreichen. Wir haben eine Bremspylone quasi aufgestellt, dass ich noch 1 Kilometer habe, bis die Steilkurve wieder kommt. Damit ich so eine Orientierung habe, einfach, wo ich wirklich bremsen muss, damit am Ende nichts schief läuft. Nicht wundern, ab 3,70 bleibt der Tacho stehen. Weil das ABS-Steuergerät dann keine Werte mehr sendet. Der Drehzahlmesser geht aber weiter. Geht das ABS denn dann noch oder geht das ABS dann nicht mehr? Ich habe es nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Also. Das sind jetzt nagelneue, die sind geröntgt, auf Lufteinschlüsse geprüft. Die sind auch vernünftig ausgewuchtet. Deswegen sehe ich da wirklich jetzt bis 400 überhaupt gar kein Problem. Wir fahren jetzt vorne 3,2 Bar und hinten 2,6, 2,7. Ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob ich durchziehen werde. Wir fahren ja hier Straßenreifen und mit den Straßenreifen habe ich natürlich Traktionsprobleme. Und deswegen haben wir den ersten 3 Gängen den Ladedruck reduziert. Im 4., 5. Gang fahren wir dann alles, was geht, also diese 1500 PS. Und dann im 6. und 7. Gang gehe ich dann mit dem Ladedruck schon ganz leicht wieder runter, einfach aus Haltbarkeitsgründen. Nach, weiß ich nicht, 20, 21, 22 Sekunden liegen 3,80 an. Die Schwelle, das Böse zu tun, ist ganz niedrig. Ich muss einfach nur weiter Gas geben. Ein paar Sekündchen. Es sind nur ein paar Sekündchen, aber diese paar Sekündchen bedeuten halt genau, dass wir in diese Range reinfahren, die der Reifen nicht mehr kann. Vielleicht kann er sie. Moin. Moin. Hallo. Schönen guten Morgen, Herr Matthias. Heiko. Schön. So, Sie wollen heute Ihre Rekordfahrt hier auf dem ORK fahren? Ja, wollen. Ich will das, ja. Okay. Scheibenschutzfolie haben Sie nicht, aber Sie tragen Helm und Helm Schutzbrille. Und Schutzbrille, genau. Genau. Also Sicherheitsmannschaft steht auch parat. Also wir stellen Sicherheitsfahrzeuge an der Strecke bereit. Unser Rettungswagen, wir wollen noch nicht hoffen, dass wir den brauchen. Auch der steht parat. Ja. Sie haben ein TCS im Wagen verbaut, yes. Dieses Traffic Control System. Genau, das ist dieser Knopf da, ne? Genau. Dieses System schickt uns so ein paar Parameter rüber, damit wir einmal sehen, wo Sie fahren und wie schnell Sie fahren. Ihr seht live am Kommandostand, ob ich 400 gefahren bin oder nicht? Ja, genau. Okay. Im Display von Ihrem TCS können Sie es auch sehen. Ja, ne? Auf da, diesem Display genau, steht es ja. drauf. Wie oft sind hier Leute schon 400 gefahren? Ich meine, dass 3, 4 schon diese 400. 3, 4? Ja, 3 bis 4. Wie viele Jahre gibt es das Gelände schon? 25 Jahre. 25 Jahre. In 25 Jahren sind nur 3 oder 4 Leute für über 400 Aber gefahren. Was ich jetzt so weiß, ja. Sie haben so eine ganz komische Ernsthaftigkeit im Gesicht. Die habe ich immer. Okay. Danke. Alles klar. Wir müssen nur nach vorne einmal Sprit einfüllen. Ja. Also unser Ethanol. Wie viel passt da rein? Da sind 10 Liter drin. Und damit kannst du dann 2 Minuten Vollgas fahren. Ne, eine Minute. Eine Minute? Eine Minute Vollgas. Also der normale Tank ist auch voll mit Ethanol? Nein, wir haben in dem normalen Tank haben wir 102 Oktan drin. Ja. Das Spritsystem hinten für die Saugrohreinspritzung komplett getrennt. Und dadurch kann ich dann halt über die Saugrohreinspritzung kann ich dann Ethanol einspritzen. Ethanol haben wir hauptsächlich, geht es da um die Kühlung. Und ich habe dadurch auch eine viel bessere Innenkühlung vom Motor. Bringt also Leistung.
Also wenn wir mit dem Auto Volllast fahren und diese 1500 PS anliegen, dann gehen da pro Minute ungefähr 10 Liter Sprit durch. Und da müssen natürlich auch die ganzen Pumpen und alles für ausgelegt sein. Das heißt, länger als eine Minute oder anderthalb Minuten Vollgas kannst du mit dem Auto gar nicht fahren. Dann ist nämlich der vordere Tank auf jeden Fall schon leer. Es ist 10.30 Uhr, Exklusivnutzung, kein anderer auf der Strecke. Der Magnetwagen ist nochmal gefahren, hat alle Schrauben, die irgendwelche Prototypen verloren haben, wieder eingesammelt. Ich werde jetzt gleich das erste Mal 1500 PS fühlen in diesem Fahrzeug. Bugatti-Leistung mit viel, viel weniger Gewicht. Es wird krank werden. Here we go. Jetzt kommt das erste Mal Steilkurve. Ganz entspannt, Matthias. Hier kann man rein theoretisch mit 250 fahren, ohne zu lenken. Da fahren wir entspannt in der untersten Spur. Wir wollen die Reifen nicht zu sehr aufheizen. Bist du auch nervös? Alter, ach, Gänsehaut? Okay, also jetzt haben wir die Gerade vor uns. Das war Viertelgas! Es ist wirklich, mir bleibt wirklich die Spucke weg. Und das geht so vehement vorwärts, wie das kein Serienauto kann. Unter Volllast. Boah, ich war schon ewig nicht mehr so nervös, ey. Ich bin jetzt echt gespannt, ob sich die Arbeit von den ganzen letzten Monaten sich wirklich auszahlt. Okay, Leute. 400 km/h. Ist seit sehr, sehr vielen Jahren ein echter Lebenstraum von mir. Die Bedingungen sind wirklich optimal. Baby, wir machen das, okay? Alle vier Reifen, habt ihr Bock? Seid ihr am Start? Jawohl, seid ihr. 400 Kilometer Reichweite. Das ist ein Zeichen. Okay, Leute. Wünscht mir Glück, okay? Drückt mir die Daumen. Alter, alle vier Reifen Schlupf! Alter Schwede, bis in den fünften Gang Schlupf! Verdammt nochmal! 260, Tacho schon 300. 350, 60, 370. Tacho bleibt stehen. 90, 92, 400! Ja! 400, verdammt nochmal! Yes! Hey, Leute, Sie haben wie so ein Jet. Aber waren doch keine 400, oder? Alter, 402,87! Und es wäre noch mehr drin gewesen! Yeah! Oh Gott! Alter Schwede! Alter, wie krass diese Zahl aussieht! Das Schlimme ist, ich habe gar nicht auf die Straße geguckt. Ich habe nur auf die verdammte Zahl im GPS geguckt. 402,87! Bam! Drei verschiedene Experten. Oh, jetzt raucht's. Oh shit. Oh fuck. Ich hab Rauchentwicklung. Ich flipp aus. Fuck! Wieso kann das nicht einmal normal laufen, ey? Scheiße! Schnell! Los! Da war eine riesen Rauchwolke vor den Reifen. Warum fahren die jetzt los? Ach du Scheiße. Fuck, geh an dein Handy! Ja? Stefan, Rauchentwicklung, soll ich ausmachen? Wenn er raucht, mach aus. Okay, ist aus. Ich habe schon gerufen, ne, dass sie kommen sollen.
Ja, die kommen. Ist denn irgendwas passiert? Ich bin ausgerollt. Bei 120 fängt der plötzlich an zu rauchen hinten. Okay. Wie schnell warst du vorhin? 402,87. 402,87. Herr Malmedy hat ja den Alarmknopf praktisch gedrückt. Letztendlich war es dann aber so, dass er Gott sei Dank alles gut gegangen ist. Wir brauchten gar nichts mehr machen. Aus dem Fahrzeug kam da schon kein Rauch mehr. Wir 102,87. Alter, danke Männer. Geil. Richtig geiles Ding. Also, ey, aber trotzdem, ne? Also das, was eben gerade passiert ist, das werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. Alter, alle vier Reifen Schlupf. Alter Schwede, bis in fünften Gang Schlupf. Verdammt noch mal. 260, Tacho schon 300. 350, 60, 370. Tacho bleibt stehen. 390, 92, 400. Ja! 400, verdammt nochmal! Yes! Alter Schädel. Ah! Yes! Danke! So, und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Warum kann das nicht einmal glatt laufen? Ja, genau. Stefan? Ah, ein Lader weg. Da wird ein Lader weg sein. Ein Lader ist weg. So. Ein Lader haben wir auf dem Weg verloren, aber der liegt da hinten bei Kilometer 3. Der Motor ist heile, ja, das Kernaggregat ist heile. Hinten. Turbolader kann man neu kaufen, kein Problem. Stefan. Geil. Geile Aktion. Danke. Das ist definitiv eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich habe mir auch geschworen, das nicht noch ein zweites Mal zu probieren, wenn es nicht direkt klappt. Speed ist halt mein Ding. Deswegen musste die 400 heute fallen. Und sie ist gefallen. Mit diesem Ofen. Hi! Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß. Und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.